Reden wir erstmal über Molten Manor. So, Molten Manor war Hammer. Wir haben Donnerstag, Freitag und Samstag drei Abende Molten Manor gespielt, wobei der Donnerstag und der Samstag zusammenhängend waren und der Freitag vor Publikum so ein Spin-off war. Das kam terminlich auch daher, weil wir es eigentlich eine Woche vorher machen wollten, dann wäre das nicht so verdichtet gewesen, dann wäre das Abenteuer durch und das Spin-off wäre dann danach gekommen. Krankheitsbedingt haben wir das dann verschoben und dann war das alles quasi auf einem Haufen, wenn man so will. Und das war natürlich dann schon sehr intensiv. Aber ich liebe Molten Manor, das macht einfach so Spaß mit den Jungs, das ist wie nach Hause kommen. Und der erste Abend war schon nice, da waren wir, glaube ich, alle noch voller Energie und haben auch richtig Bock gehabt, das hat auch Spaß gemacht. Der zweite Abend vor Publikum war das, glaube ich, was am meisten hervorsticht. Weil vor Publikum Pen & Paper zu spielen erstmal was komplett anderes ist. Das ist eine ganz andere Energie. Das überträgt sich natürlich vom Publikum auch auf die Spielenden, auf uns und vielleicht auch umgekehrt. Also man hat da ein ganz anderes Energielevel, als wenn man alleine irgendwo sitzt. Insbesondere, weil beim ersten Abend die Luft im Studio so komplett gestanden hat. Das war ultra heiß an dem Tag. Und wir hatten im Studio nicht so eine gute Belüftungssituation und das ging dann schon irgendwie echt aufs Hirn. So, wir waren dann, glaube ich, alle so ein bisschen ermattet irgendwann. Und am Freitag vor Publikum war es wunderbar klimatisiert. Da haben wir uns sogar noch alle ein bisschen was übergezogen, weil es halt so kalt war. Aber das ist natürlich gut für die geistige Frische. Wenn die Luft ein bisschen kälter ist, denkt es sich besser. Ich weiß nicht warum. Und ja, also der Saal war voll mit, ich weiß nicht, ich glaube, es waren 200 Leute. Aber es wirkte wie mehr. Und die Location war Hammer dafür. Die Location war im Experian hier in Hamburg beim Saturn. Oh, das ist halt so der Elektromarkt und da hinten ist halt haben die diese Bühne da gebaut. Das heißt, man muss da wirklich durch diesen Markt durch, diesen Elektromarkt und dann kommt man dann in dieses Setting rein und dann hast du da diese Tribünen und vorne halt eine Bühne. Und die ganze Rückwand ist mit so einer LED-Wand sozusagen. Das ist so Hammer, weil man da einfach Bilder drauflegen kann und damit die Stimmung einfach geil transportieren kann. Das heißt, wenn wir da irgendwo im Gebäude waren oder so, dann konnte das auf diese LED-Wand gelegt werden und das dadurch unterstützt werden. Ich habe das während des Spielens gar nicht so wahrgenommen. Ich muss mir das auch nochmal in Ruhe angucken, wie oft da Bilder gewechselt wurden, aber das ist schon mal von der Location absoluter Hammer. Ja, und dann die Leute vor Ort waren alle mega gut drauf, die haben richtig gut Stimmung gemacht und haben wirklich Energie transportiert, haben reagiert auf Sachen, die wir da gemacht haben. Und das ist, wenn man dann da sitzt, und das ist eine ganz andere Stimmung, als wenn man alleine ist, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Da gibt es aber auch so ein, zwei Herausforderungen, weil waren vielleicht 200 Leute im Saal, aber es waren ja viel, viel mehr Leute draußen am Bildschirm. Und man hat aber trotzdem, wenn man da sitzt, ich glaube, das ist auch voll nachvollziehbar, so den Impuls für das Publikum vor Ort zu spielen und vielleicht mehr so auch kleine Gags, die nichts mit dem Spielverlauf zu tun haben, anzubringen und rauszuschmeißen und da ein bisschen mehr das Publikum zu unterhalten. Und das ist vielleicht manchmal für die Leute am Bildschirm dann nicht ideal, weil die nicht im Saal sind und vielleicht eher so an der Geschichte interessiert sind. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt, nicht zu sehr nur mit dem Publikum vor Ort zu interagieren, sondern auch die Geschichte voranzubringen und auch für die Leute am Bildschirm zu spielen. Ich fand den Abend überragend. Ich fand alle, also ich fand Buddy, Simon, Eddie überragend, aber ich fand insbesondere Hauke unfassbar krass. Ich hatte es ihm auch dann abends nochmal geschrieben. Das war für mich sein, wie sagt man, Magnus Opum. Warte mal, wie ist es richtig? Ihr wisst, was ich meine. Sein Meisterwerk. Weil er halt erstmal grandios gespielt hat, aber halt auch super spontan reagiert hat auf all die Sachen. Ihr müsst dazu wissen, es gab da so ein Zettelglas und das macht man oft so bei Podcast-Touren oder so, dass Leute aus dem Publikum dann Themenvorschläge oder irgendwelche Impulse dann thematisch in das Glas schmeißen. Man zieht das raus, dann hat man auch immer einen ein Thema, was man aufgreifen kann, über das man reden kann und gleichzeitig kann man das Publikum mit einbeziehen. Das ist eigentlich eine ganz gute Mechanik. Und das hatten wir da auch
Und ich hatte eigentlich gedacht, das brauche es aber nicht, eben weil man nicht für das Publikum vor Ort spielt. Wenn man jetzt, was weiß ich, einen Podcast-Abend oder irgendwas Abend mit Bohnen oder so, was halt vornehmlich für die Leute vor Ort ist, dann ist das wunderbar. Aber wenn 98% oder 99% der Leute vorm Fernsehbildschirm sitzen, ist es eigentlich nicht so entscheidend, dass man, glaube ich, diesen interaktiven Part noch für das Publikum vor Ort mit einbezieht. Aber wir hatten das. Und da steckt eine gewisse Gefahr dahinter, finde ich, weil man sich dann zu sehr auf den Saal fokussiert. Aber Hauk hat das fantastisch gemacht und hat da auf Sachen reagiert, unglaublich schnell, aber auch richtig stark gespielt. Diese Situation mit dem Puppenspieler, wie er dann auch so körperlich diese Puppenspieler dargestellt hat, wie er geredet hat, wie er so schnell adaptiert hat, das war Hammer einfach. Also das war einfach richtig, richtig stark von Hauke, der gesamte Abend von ihm. Und ja, mir hat es einfach auch massiv Spaß gemacht. Dann, wie gesagt, vor Publikum, anderes Energielevel, direktes Feedback auf Sachen, die man sagt. Und ja, keine Ahnung, alle hatten Spaß. Es war einfach richtig gut, die Location ist geil. Also dieser Freitagabend wird mir auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. Auch weil das so, das war nicht einfach nur hey, komm, wir können die Location haben, lass mal irgendwas machen, sondern da ist ja auch was bei rumgekommen, was gefühlt das Franchise ein bisschen vorangebracht hat, die Charaktere noch mal tiefer gemacht hat, weil jeder einzelne Charakter hatte dann ja so seinen Raum, wo es dann darum ging, so ein paar persönliche Themen auszuarbeiten, dem Charakter ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Das hat super funktioniert. Also es war ja teilweise richtig emotional. Budi mit seinem Verstecken, Eddie mit seiner Familie, Simon mit den Armen und ich hatte auch meinen Partner mit meinem Sohn Oliver. Das war teilweise wirklich einfach richtig emotional in so einem Setting. Es hat erstaunlicherweise gut funktioniert. Ja, Hammer. Also es war für mich ein richtig, richtig, richtig guter Abend. Und dann der dritte Abend war schwierig tatsächlich für mich. Ich glaube für die anderen auch. Aber ich war wirklich richtig erschöpft am dritten Abend. Und es fiel mir sehr schwer, so in diese Energie zu kommen, die wir am ersten und insbesondere am zweiten Abend hatten, wo das so von alleine geflogen ist. Und am dritten Abend, und wie gesagt, da war die Gamescom, war zuvor gewesen. Die Woche nach der Gamescom war auch knüppelhart, also nicht knüppelhart, aber die war wirklich voll jetzt mit Terminen, mit Drehs, mit Sendung und dann halt aufgrund der krankheitsbedingten Verschiebung halt direkt dann drei Abende ineinander und ich war am dritten Abend wirklich platt, also ich war richtig müde und es fiel mir wirklich schwer, so einfach die gleiche Leistung zu bringen, weil ja auch viel so spontan ist, man muss im Gehirn schnell sein und man muss vor allem ja auch das Thema, also man muss das ja verstehen, ne, die Rätsel lösen und so. Das war herausfordernd. Deswegen habe ich auch gefühlt am dritten Abend auch in gewissen Aspekten mich zurückgehalten. Ich habe versucht, mich dann so ein bisschen auch auf die Rätsel zu konzentrieren oder auf das Voranbringen der Story und habe so weniger dumme Sprüche gemacht, was vielleicht für viele von euch auch mal eine erholsame Situation gewesen sein könnte. Da habe ich mich ein bisschen zurückgehalten und mich wirklich auf die Basics konzentriert. Das war so ein bisschen Notfallmodus oder so, Notbeleuchtung im Gehirn. Ich weiß nicht, ob man das krass gemerkt hat, ob das wieder so für euch war, ob ihr dann auch einen Leistungsabfall oder so im dritten Abend irgendwie bemerkt habt, aber es war auf jeden Fall ein bisschen herausfordernder, für mich zumindest. Ich will jetzt nicht für die anderen sprechen, aber ich glaube, es war bei den anderen ähnlich und also auch für Hauke muss das ja so gewesen sein, wobei der hat natürlich die Gamescom nicht gehabt, ne? Der ist ja auch noch viel jünger als wir. Genau, ja, also der dritte Abend, wie gesagt, war trotzdem auch wieder Hammer so, aber trotzdem herausfordernd, sage ich mal. War wirklich so vom Energielevel herausfordernd. Und bin aber happy mit dem, wie es gelaufen ist. Gab natürlich so gewisse Situationen, jetzt auch bedingt, ne, durch das, was ich gerade so erzählt habe, wo man vielleicht auch nicht immer sofort dann auf die Lösung kommt, wenn es vielleicht von außen schon auch klarer erscheint. Spielen da ja immer gewisse Dinge im Gehirn auch noch eine Rolle. Wir sind natürlich dann vor Ort auch zum einen konzentriert, wir wollen in der Rolle bleiben, dann in der, die Interaktion untereinander erfordert schon eine gewisse Aufmerksamkeit und dann, wenn man auch noch hier und da versucht, ein paar dumme Gags zu machen, das ist auch nochmal wieder eine Ebene, die, es ist wie beim Computer, wenn du den Taskmanager aufmachst und du guckst, okay, wer verbraucht alles was vom Prozessor
Und wenn man alleine sitzt und wirklich konzentriert das guckt und nicht so Second Screen-mäßig, sondern wirklich konzentriert guckt, dann ist man vielleicht ein bisschen aufmerksamer, als wenn man am Tisch ist. Weil, wie gesagt, da so viele Prozesse noch mitlaufen, die dazu führen können, dass man eventuell gewisse Sachen nicht so hundertprozentig checkt, einfach so dumm das klingt. Aber ich hoffe, wir haben uns nicht zu doof angestellt und haben, finde ich, ja auch am Ende das Rätsel ganz gut gelöst. Ja, und es ist natürlich jetzt ein massiver Cliffhanger. So, was erlaubt sich Hauke? Massiver Cliffhanger am Ende, aber ich habe direkt wieder Bock weiterzumachen. Das ist wie nach Hause kommen. Ich liebe diese Welt, ich liebe die Charaktere, auch die anderen spielen. Es macht einfach immer Hammer Bock und hätte auf jeden Fall Lust, zeitnah weiterzumachen. Jetzt gucke ich mal ein bisschen, was ihr so schreibt. Ich habe jetzt bewusst gerade mal nicht so in den Chat geguckt, um mal den Redefluss nicht so zu unterbrechen, aber ich gucke jetzt mal, was ihr so geschrieben habt. Wie ihr das so erlebt habt oder ob ihr vielleicht einzelne Szenen vielleicht auch auf einzelne Szenen eingehen wollt, können wir gerne machen. Ich klicke mal so ein bisschen hier. Konnte es vor dem Bildschirm definitiv überragend miterleben. Haha, sein Magnus Carlsen. Ja, genau. Ihr habt das mit dem Publikum, der Story und die Streamer perfekt gemacht. Vielen Dank. Guck mal hier so nett. Magnum Opus. War richtig, okay. Das Publikum vor Ort sind doch nur Zuschauer mit eingeschränkter Chatfunktion. Ja, ein Stück weit. Das war sein Meisterstück. Ja, das sehe ich auch so. Seht ihr? Ihr seht das auch so in Bezug auf Haukes Leistung am Freitag. Ah, hier, das ist auch nett. Die Live-Stimmung hat sich definitiv auf den Stream für uns übertragen. Das war großartig, sehr gut. Das ist immer das Beste, wenn das nicht so eine Konkurrenzsituation ist zwischen Leuten vor Ort und Leuten vorm Bildschirm, sondern wenn das so sich gemeinsam befruchtet. Als Puppenspieler war er richtig gut, als er euch den Spiegel vorgehalten hat. Ja, und das ist halt auch spontan. Ich meine, keine Ahnung, wie spontan, ob er vielleicht seit Jahren auf diesen Moment wartet, ja. So wie jemand, der super unglücklich in seinem Job ist und dann gewinnt er im Lotto und hat über Jahre sich schon Gedanken gemacht, wie er dem Chef den Mittelfinger zeigt und kündigt. Vielleicht war das so ein Moment, der sich über Jahre aufgebaut hat. Vielleicht war es aber auch zu 100% spontan. Wir werden es nie erfahren. Jedenfalls, es war so lustig, als er dann mit Buddy die Plätze getauscht hat. Buddy ist dann ja auf den Spielleiterplatz und Hauke hat sich neben mich auf Buddys Platz gesetzt. Und dann diese ganzen kleinen, oh, was nicht, ich habe nicht zugehört. Und ja, dann die Würfel über diesen Würfelteppich da schleudert und es war einfach wirklich richtig lustig. Es hat einfach fantastisch gemacht. Ich fand es auch so gut am Freitag und Meter hin oder her. Es war einfach alles so gut gespielt und improvisiert auch, ja. Oh, hier, Antje. Antje vertraue ich, Antje kommt aus der Forschung. In einem eher kühleren Raum ist die Atemluft besser, wodurch dein Gehirn besser mit Sauerstoff versorgt wird, was sich wiederum positiv auf die Denkleistung auswirkt. Apropos, erstmal Aiello Quirren. Ich habe gar nicht, weil ich gerade so geredet habe, gar nicht Hallo gesagt. Hallo Leute, danke für den Raid. Und Mi Völker, vielen lieben Dank für den Support. Tikai, war ich bei dir schon, Tikai? Nee, ne? Ralph Wiggum, vielen Dank. So. Ich fand, Nachtmeere war das bessere Soiree Bizarre. Sagt Vinji, ja. Ja, Geschmäcker sind verschieden, aber ich fand's auch großartig. So, jetzt kommen wir mal zu dem. Ja, hat man schon gemerkt bei dir, fand ich, aber trotzdem abgeliefert. Ja. Wegen der Erschöpfung, ne? Das habe ich mir gedacht, dass man das nicht, dass das nicht unbemerkt bleibt. Ansuil ist natürlich das Ansuil. Man hat es Samstag schon gemerkt, aber war dennoch eine 7 von 10 für mich Samstag. Das ist eine 7 von 10. Das ist aber jetzt der 7 von 10 Gag hoffentlich jetzt, oder?
Wie alt ist Hauke? Das ist eine gute Frage. Ende 30? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt er ist. Mitte, Ende 30. 38? 36? 35? Ich weiß es wirklich nicht genau. Ich muss mal googeln. Ich weiß es echt nicht. Er ist halt so jung und frisch. Hauke war auch auf der Gamescom jeden Tag. Nee, aber not like us. Das zählt nicht. Außerdem, wie gesagt, Hauke ist jung. In dem Alter kann man das wegstecken. Ich fand am Ende, als Eddie so im Humormodus war, hat man gemerkt, dass die Konzentration alle ist. Aber waren sehr geile Abenteuer. Ja, da merkte man so leichte Auflösungserscheinungen, ne? Bei allen. Und das sind dann so Symptome, die bei jedem ein bisschen anders sind. Ja, alles nicht so einfach, wie man denken mag. Ja, absolut richtig. Ich habe keinen krassen Leistungsabfall gemerkt. In dem Sinne, man hat halt gemerkt, dass es zu viele Infos waren, die ihr euch nicht alle merken konntet. Personen etc. Fand den dritten Abend auch rollenspieltechnisch stärker als den ersten sogar. Ja, vielleicht auch, weil man dann aufgrund der Erschöpfung sich auf die wesentlichen Dinge konzentriert hat. Und die wesentlichen Dinge waren dann, das Rollenspiel zu machen. Vielleicht ist es sogar dienlich. Jackie River, vielen Dank. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder ein Jahr warten auf den nächsten Teil. Ja, das wäre wirklich schlimm. Den dritten Abend fand ich auch sehr gut, sagt Nico. Auch so kleine Spielereien wie der Adoptionsvorschlag oder die Geldsäcke. Schöne Mischung aus Story und Humor. Kann es sein, dass euer Code von Holzkern nicht funktioniert hat? Das weiß ich nicht genau. Habe ich nicht selber ausprobiert. Also der muss grundsätzlich natürlich funktionieren. Falls du da Probleme hast, gern nochmal im Forum nachfragen. Da wird dir auf jeden Fall geholfen. Es waren großartige 3 Tage. Ihr hattet ja auch sehr gut aussehendes Essen auf dem Tisch gehabt. Ja, das gehört total dazu. Das ist, das Essen, es ist, ich weiß ja auch nicht, das ist irgendwie Teil des Rituals. Das gehört dazu. Es ist mega strange für Publikum zu essen tatsächlich. Wir hatten, also in dem Set, an dem wir am Freitag waren, in dem Experian, da ist das eigentlich nicht so vorgesehen, dass man sich da mit fettigen Käseklumpen und Wurst den Wanst vollhaut, weil das ja natürlich, da wird eigentlich nicht gegessen, ne? Das ist halt nicht das Set dafür. Aber wir haben das einfach durchgedrückt. Simon hat eben nochmal Käse eingekauft und so. Und dann haben wir da auch gegessen. Also es ist strange für Publikum zu essen tatsächlich. Obwohl das eigentlich nichts anderes ist, ob man sich jetzt im Stream den Wanst vollhaut oder vor Publikum. Aber es ist nochmal was ganz anderes. Man ist ein bisschen gesitteter. Also im Stream ist mittlerweile das so, da ist man so abgestumpft. Da kann man auch mal richtig sich einfach so rau, rau. Aber wenn du weißt, okay, im Zweifel gucken gerade 200 Leute, wie du isst, das ist ein komisches Gefühl vor Publikum sich, das ist echt strange. Müsst ihr mal ausprobieren. Da sind wir jetzt, okay, da hatte ich gerade erzählt über Haukes Spiel mit Buddys Tausch. Hättet ihr also all die Jahre immer aufmerksam zugehört und korrekt gewürfelt, hätten wir dieses großartige Pen & Paper nicht gehabt. Ja, vermutlich. Hauke ist 87er Baujahr, siehst du? Da war ich jetzt ja nicht so weit weg. 25. Juli 1987. So, das heißt, könnt ihr es meinetwegen selber ausrechnen, 37
37 oder 38? Warte mal, ist mir jetzt egal. Rechne das selber aus. 37. Der erste Abend war einfach etwas wirr, weil ihr euch öfter aufgeteilt habt und verdammt viele NPCs euch hin und her gewuselt sind, ja. 3 Tage am Stück waren schon viel, man hat's gemerkt, aber war trotzdem mega. Fand persönlich den dritten eher schwächer und den zweiten sehr, sehr gut tatsächlich. Ich fand den zweiten richtig emotional, ja. Hallo, Morton Manor war sehr gut, danke Markus. Wie fandet ihr das mit der Hand? Also wir haben ja, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ah, hier zum Thema Essen. Ein riesiges Lob an den Ton, da Kaugeräusche dieses Mal super rausgefiltert wurden. Für Leute mit Misophonie war das sehr schön. Warte, ich mache erstmal die Fragen. Ihr könnt ja jetzt schon mal auf die Sache mit der Hand. Ich erzähle gleich nochmal was zu der Hand. Hab mal eine Frage, weil ich deinen Charakter anders interpretiert hätte, als du ihn spielst. I mean, du kennst ihn natürlich am besten, also keine Kritik. Ich finde, dass das Wilson-Bashing etwas Überhand genommen hat. Ich hätte gedacht, dass dein Charakter eher den Grafen nervig findet. Rivale im finanziellen Sinne. Zumindest ehemals macht Chaos und benimmt sich daneben, während dein Charakter ja eigentlich sehr fein und gehoben ist, schuldet dir Geld und so weiter, aber weniger Winston. Ja, also. Ich glaube, dass das auch eine Frage von Interaktionen und Dynamiken ist, weil natürlich der, also Simons Charakter und Buddys Charakter sind ja schon so aneinander gekoppelt und die haben ja immer diese Interaktionen. Und ich hatte sehr viel Interaktion eher mit Tesseract oder auch eben genau aus den von dir geschilderten Gründen auch mit Simons Charakter, weil der natürlich auch immer dann dementsprechend die Angriffsfläche bot und er ja bei mir wohnt und er mir Geld schuldet und ich ihn durchfüttere. So, da gab es viele so Interaktionsbrücken. Zu Buddys Charakter gibt es eigentlich weniger Interaktionsbrücken, weil er halt so unscheinbar ist und eben nicht so eine offensichtliche Rivalität oder also da gibt es halt nicht so viel Momente und ich wollte aber gerne auch mehr mit Buddy interagieren und ich habe dann oft auch in Situationen ihn so ins Spiel gebracht, wenn es darum geht, sich vorzustellen vor irgendjemandem oder so. Und dann sage ich, das übernimmt Wilson, stellt uns vor oder ja, ich wollte einfach mehr in die Interaktion mit ihm kommen und dann ist es bei dem Charakter natürlich, also bei dem Lord Henry so, dass der ist ja halt einfach ein zynisch, also rein vordergründig ein zynisches Arschloch. Und provoziert Leute eher oder drückt den Sprüche da, wo es weh tut. Und dementsprechend ist das schon ein Stück weit, finde ich, auch passend zum Charakter, wenn er dann mit Buddy auch nicht anders umgeht. Aber ich finde, es gab auch Situationen, wie zum Beispiel, als er am dritten Abend da die Frau im Park meuchelt, habe ich schon versucht, auch ihn so, also seinen Charakter wieder aufzubauen, in Character natürlich, und habe ja ihm ja auch dann versucht zu beruhigen und ihm zu sagen, dass es nicht so schlimm war. Also ich fand jetzt nicht, dass es da nur nur Sticheleien gab. Aber es ist tatsächlich der Wunsch auch noch ein bisschen mehr Interaktion einfach mit Buddys Charakter. Warte. Ich guck gerade mal, worauf du da noch Bezug nimmst. Was schreibt er dann da? Lass mich mal eben gucken. Scroll, scroll, scroll. Ah, daher kommt das. Okay, ich hatte den Charakter.
Ich hatte den Eindruck, dass die Charaktere außer Wilson immer asozialer werden. Oder war es nur die dann fehlende Ernsthaftigkeit gegen Ende? Also, asozial zu sein ist lustig. Punkt. Weil das halt so, weil man sich dann traut, Sachen zu sagen, die man normalerweise nie sagen würde. Und deswegen macht es auch viel mehr Spaß, einen asozialen Charakter zu spielen. Ich mache das total gerne, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann mit dieser Maske, die ich aufhab, mit diesem Charakter, den ich spiele, halt einfach wirklich auch ein Arschloch sein. Und das versucht man natürlich so als normaler Mensch zu verhindern. Und deswegen macht das einfach mehr Spaß, einen Assi zu spielen in so einer Situation, weil man dann auch Sachen sagen kann, die ja, wo ja auch jeder weiß, das ist ja nicht so gemeint. Und es ist, wenn auch nicht gegen eine Person, sondern nur gegen den Charakter, die andere Person spielt, gerichtet. So, das heißt, es ist ein kompletter Safe Space, ein Arschloch zu sein. Und deswegen macht es halt grundsätzlich mehr Spaß. Und es ist halt auch oft so, dass natürlich dann so Assi-Sprüche auch einfach lustiger sind. So. Weil, gerade weil man das im wahren Leben nicht so sagt, ist die Vorstellung, dass jemand wirklich sowas sagt, da kann man schon mal drüber lachen. So, und deswegen finde ich schon, dass das ein Stück weit gehört, glaube ich, dazu. Es ist normal, dass man gen Assi-Haftigkeit tendiert, wenn man lustige Sprüche macht. Und ich meine, bei meinem Charakter ist das so, dass der ist ja von Anfang an so angelegt gewesen, Lord Henry. Das habe ich wahrscheinlich, ich glaube, ich habe es sogar bei der Charaktervorstellung des allerersten Abends auch gesagt, dass er halt immer guckt, wie kann er Leute manipulieren und wo sind die Schwächen der Leute und da geht er rein und drückt ihnen Sprüche. So, der Charakter ist ja schon auch so ausgelegt. Aber wo du, glaube ich, recht hast, es war zum einen der Live-Abend. Da waren halt auch natürlich viele, viele böse Sprüche bei. Aber das war im Nachhinein, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, aber im Nachhinein kann man es natürlich damit rechtfertigen. Es war ja nur ein Traum. Und der Traum war ja aus der Sicht von Tesseract, wie Tesseract die Charaktere wahrnimmt. Und deswegen hatten wir auch alle einen anderen Charakterbogen, also andere Werte, weil das die Werte waren, von denen Hauke gedacht hat, dass Tesseract die anderen Charaktere so einschätzen würde. So, dann hatten Leute ja teilweise 200 als Wert. Eddie hatte 200 auf Psychologie oder so, weil er sich selber so einschätzt. Und dann kann man natürlich auch andere Charaktereigenschaften erhöht darstellen. Zum Beispiel ist vielleicht ein Assi in dem Traum auch viel assiger als in echt. So, kann man das im Nachhinein rechtfertigen? Wir wussten es in dem Moment nicht. Deswegen ist es natürlich jetzt keine Entschuldigung oder Erklärung, weil es, wie gesagt, wir kannten das. Wir wussten ja nicht genau, was da passiert. Aber es ist natürlich auch vor Publikum so, dass du dann eher auch mehr Gags machst für den Saal, für den schnellen Lacher, mal noch einen kleinen Gag. Und dann, ich glaube, das ist der Situation geschuldet am Freitag, dass da einfach mehr solche Sprüche kamen. Und am Samstag war es einfach, glaube ich, auch die Erschöpfung. Ihr kennt das ja auch, nach müde kommt blöd oder so, sagt man ja, ne? Oder doof oder was auch immer. Weil man dann, da waren wir schon echt so ein bisschen am Ende, einfach mit unseren Kapazitäten. Und das führt dann bei dem einen vielleicht auch mehr zu solchen Sprüchen, glaube ich. Ich glaube schon, dass das eine Erklärung sein kann. Aber es gab, finde ich, auch Situationen, wenn es dann drauf ankam oder wenn es halt wirklich wichtig war, wie gesagt, diese Szene mit, als Buddy da diese Frau gemeuchelt hat im Park oder auch am Ende, als es um Freundschaft geht und so, da finde ich, da haben wir ja schon auch miteinander, waren wir ja gut miteinander. So. So, jetzt habe ich dazu natürlich viel geredet. Jetzt wollte ich gleich noch über die Hand sprechen, aber habe mich direkt jetzt wieder. So, genau. Zieh ich mal das mit der Hand vor. Und das sind ja sicherlich viele Kommentare von euch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Die habe ich jetzt noch nicht hingescrollt. Ich bin immer noch weiter thematisch noch ganz woanders hier, so zeitlich in der Chatlinie. Die Pavian-Hand, genau, da hatte ich euch ja auch nach eurer Meinung gerade gefragt, wie ihr das so fandet. Das war auch wieder so eine Situation, wo man eine Wahl hat aus
Comedy oder Absurdität und vielleicht auch Realismus, wie spielt man das am besten aus? Die Situation zur Erinnerung nochmal war so, dass wir ja auf diesem Dach waren des Zuges, der da mit 150 km/h durch die Gegend fuhr. Und Budi hatte seine Hand verloren, weil er sie in den Mund des riesigen Pavians gesteckt hatte. Der hat sie ihm dann abgebissen. Und als der Pavian dann tot war, bin ich dahin. Der Pavian war des Todes nahe. Und dann habe ich seine Hand zurückgebracht und den Pavian. Und die ganze Zeit davor hat Tesseract ja schon immer so damit kokettiert, dass er Körperteile von nicht zueinander gehörenden Lebewesen miteinander vernäht. Katze und Hund und so weiter. Das ist ja schon immer dieser Running Gag von Tesseract, dass der irgendwelche komischen, morbiden Experimente macht mit Tieren, hoffentlich nur mit Tieren, die er dann zusammennäht, die nicht zusammengehören. Und da war natürlich der Gedanke ein bisschen naheliegend, okay, was wäre, wenn Tesseract jetzt diesen Drang, da gibt es bestimmt ein schlaues Wort für, was die Sucht danach Körperteile zu vernähen beschreibt. Irgendwie, ich weiß nicht, homologiophiles, whatever. Das hat er ja offensichtlich. Und dann in dem Moment darauf zu kommen, ey, was wäre, wenn wir jetzt ihm die Pavianhand annähen? So, das ist eine absurde Situation, die aber auch total viel Potenzial bietet, weil er ja quasi ein Upgrade erhält. Er ist ja augmented. Paviano augmented. Tuss, wie der Lateiner sagt. Und er kann natürlich dann mit dieser Hand super viele Sachen machen, die ihm auch ermöglichen, sein Rollenspiel und seinen Fähigkeitenkorridor nochmal zu erweitern, weil er in vielen Situationen einfach was dazu beitragen kann, was er vorher nicht konnte, weil er jetzt ultra stark ist oder weil vielleicht auch irgendein Charakter auf seine Hand reagiert, was ihm wieder auch neue Möglichkeiten der Interaktion bietet. Das ist kann eine Weiterentwicklung des Charakters sein. Kann natürlich aber auch sein, dass es so ist, ey, das nimmt mir so ein bisschen den Spaß, weil es zu quatschig und zu absurd ist. Weil ihr habt ja die Hand gerettet. Und warum solltet ihr ihm jetzt, das ist doch einfach komplett assi von Tesseract, ihm jetzt nicht seine eigene Hand anzunähen. Ich verstehe das, es ist ein ganz schmaler Grat. Deswegen spreche ich das jetzt nochmal an, weil ich mir schon vorstellen kann, dass auch viele Leute sagen, die sagen, hey, das war mir komplett drüber. Budi war am Anfang auch nicht so begeistert. Ich bin auch nochmal zu Budi und habe ihm gesagt, ey, pass auf, lass uns gerne das rückgängig machen und Tesseract, weil wir haben ja die Hand noch von dir, die kann dann ja Tesseract im nächsten Abenteuer einfach wieder annähen. Also, dass er seine normale Hand zurückbekommt. Haha, Gag ist vorbei. Was haben wir alle gelacht? Aber das wollte er dann auch gar nicht mehr. Also, Budi war dann auch cool mit der Entscheidung und hat da jetzt dann doch das Angebot gar nicht annehmen wollen, dass wir das rückgängig machen. Aber ich kann halt verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, das ist mir zu albern. Ich persönlich fand es in dem Moment irgendwie lustig, aber das war auch wieder so eine Situation, wo man auf so einem Energielevel ist und ein bisschen erschöpft ist und dann kommt man manchmal vielleicht auf dumme Ideen, die man einen Tag später vielleicht anders sieht. Das ist, manchmal fühlt sich das an, so eine Momente, es fühlt sich teilweise fast an, wie besoffen zu sein, so. Wenn man, das ist schwer zu beschreiben, aber wenn du so dieses, auf der einen Seite vor so vielen Leuten irgendwas zu spielen, dann diese Konzentration, aber auch eine super schlechte Luft und eine Erschöpfung, gegen die man ankämpft, aber auch, das ist so ein Gebräu, was gefühlt auf den Körper manchmal wirken kann wie Alkohol. Das ist komplett strange. Und dann kommt man manchmal auf so Ideen, die man vielleicht am nächsten Morgen, wo man denkt, so, was habe ich mir dabei gedacht? Aber nochmal, ich finde, bei dieser Geschichte mit der Hand gibt es wirklich auch einfach Argumente dafür. Zum einen, man kann es lustig finden und zum anderen, es kann den Charakter einfach auch erweitern. Genau, da hatte ich euch ja nach eurer Meinung gefragt. Jetzt, das Blöde ist, dass ich jetzt, wo sind wir denn? Ist eine Pavianhand nicht viel kleiner und schwächer als eine menschliche Hand? Ja, das ist auch eine berechtigte Frage, aber schwächer glaube ich nicht. Das mit der Hand fand ich etwas zu schnell abgehandelt. Hätte man dramatischer ausgespielt werden können, statt 5 Sekunden OP auf einem fahrenden Zug. Aber den Output finde ich ganz cool, also dass die Hand jetzt stärker ist und einen guten und einen eigenen Charakter hat, ja. Ich hätte auch in dem Moment gedacht, also das war leider ein bisschen, da kommt halt auch der Zeitdruck dann. Es gibt manchmal Situationen, da muss man halt an ein gewisses Ende kommen, damit das hinhaut. Und das dürft ihr auch nicht unterschätzen. Hauke ist halt nur noch diese Tage da und dann kann man
das, also es war eh schon verschoben, aber man kann das nicht nachholen und man kann auch nicht spontan noch einen vierten Tag machen. Und Hauke hat ja schon im Kopf, wo das Abenteuer enden muss und was es so für Zwischenschritte gibt. Und natürlich ist es nicht, jetzt nicht super schlauchig, das versucht Hauke ja auch immer zu vermeiden. Aber er weiß ja, okay, es gibt so ein paar Wegmarken, die muss er ablaufen, um am Ende dann da hinzukommen. Und da ist Zeit einfach auch ein Faktor. Und wenn er merkt, okay, wir hinken komplett hinterher, so, dann ist das halt auch schwierig zu sagen, ey, wisst ihr was, wir gehen jetzt nochmal vom Zug runter, legen Buddy in ein Abteil und dann kommt dieser Operationsprozess ganz in Ruhe und so. Da ist man manchmal so ein bisschen getrieben und gehetzt. Normalerweise hätte man das dann so machen müssen, oh komm, wir tragen Buddy runter, dann hätte Tesseract ihn operiert, dann hätte ich mit Simon den fahrenden Zug aufhalten müssen, das heißt, die hätten die Operation gemacht, wir wären dann zum zum Führerhaus gegangen und hätten den Zug aufgehalten. Hätte man ein bisschen länger ausspielen können, aber da war auch schon so ein Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, okay, wir müssen auch ein bisschen vorankommen und ein bisschen zum Ende kommen, weil es ja auch schon spät war. So, mal gucken, bevor der Chat gleich durch Sam, fand das mit der Hand im ersten Moment bisschen sehr over the top mit Operation auf dem fahrenden Zug, keine benötigte Erholung, direkt danach High Five mit der Hand etc. Ja. Das mit der Hand war mega, wir haben das gleiche beim Nachspiel von Tears gemacht, siehste. Pavian ist schon schräg, ich finde, aber es passt in die Geschichte. Gibt ja okkulte und übernatürliche Situationen und die Hand hat auch nicht im Waggon funktionsfähig angenäht werden können in der Realität. Es ist eine Geschichte, Fantasie und letztlich Unterhaltung. Ja, so ist es, ne? Alle haben es sehr gut gemacht, aber mein MVP, PP, Most Valuable Pen and Paper Player, war einfach Buddy, konnte seinen Charakter echt gut nachempfinden. Ja, ich fand auch Buddy überragend. Ich fand Buddy richtig, richtig stark. Das ist auch ein Learning einfach, weil Buddy vom Naturell her jemand ist, der ist halt nicht so laut und nicht so aufmerksamkeitsgreifend wie vielleicht andere Leute an dem Tisch. Und er ist vielleicht auch nicht so schnell dabei, dumme Sprüche rauszuhauen oder so. Buddy hat dann andere Qualitäten und es war in der Vergangenheit oft so, dass diese Qualitäten vielleicht so ein bisschen zu kurz gekommen sind aufgrund der Eigenschaften der anderen Spieler am Tisch. Und ich glaube, dass wir als Gruppe auch nicht immer, aber immer öfter verstehen, wie Buddy seine Qualitäten am ehesten zur Entfaltung bringt und ihm auch die Möglichkeit dazu geben, das zu machen. Das heißt, das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Und ansonsten darüber hinaus ist halt Buddy einfach ein sehr guter Schauspieler und smarter Typ, der immer gute Einfälle hat und ist deswegen eigentlich ein richtig, richtig guter Pen-and-Paper-Spieler. Und ich fand ihn auch richtig stark am Wochenende wieder. Wieso hat Buddy eigentlich nie Geistesblitzpunkte benutzt bei der Mordsache zum Beispiel, um das zu wiederholen? Ich glaube, das ist schlichtweg das Vergessen dieser Punkte. Ich habe sie ja zweimal genutzt, weil ich mir aber auch vor dem Abenteuer ganz bewusst vorgenommen habe, sie zu benutzen. Und ich habe auch einmal Simon dran erinnert, dass er die benutzen soll. Und das hat er dann ja auch gemacht. Weil wir alle immer wieder vergessen, die zu nutzen, beziehungsweise denken, ach warte mal, vielleicht kommt ja noch eine wesentlich entscheidendere Situation am Ende vielleicht, beim großen Showdown, wo ich diese Punkte nutzen möchte. Und das ist wie bei jedem Rollenspiel, wo man am Ende des Spiels ein super volles Inventar hat, mit tausend Sachen, die man nie benutzt hat, weil man dachte, ich brauche sie vielleicht zu einem besseren Zeitpunkt. So ist es mit diesen Punkten auch und ich glaube, dass das einfach Buddy auch in dem Moment vergessen hat. Wir haben alle dann in dem Moment wahrscheinlich auch nicht mehr dran gedacht und ihn auch nicht dran erinnert. Mm-mm.
Tesseract hat mit seiner Experimentierfreudigkeit bezüglich Tier-Menschen-Hybride auch einen guten dunklen Turn. Das passt super zur Entwicklung, dass alles immer okkulter wird. Ba, 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 ba. Ich finde, das Problem ist weniger die Hand an sich als die ganze Situation. Winston verliert eine Hand, aber der Arzt Tesseract rührt keinen Finger und dann entschließen sie sich, auf dem Zugdach eine Affenhand anzunähen. Während im ersten Abenteuer Simon fast gestorben wäre, weil Eddie ihm nur ein Tuch auf den Bauch gedrückt hat. Ja, okay, da kann man natürlich eine gewisse Konsequenz des Handelns auch über mehrere Jahre nicht immer erwarten. Das ist mal so, aber ich bin auch harder auch mit mir. Ich überlege auch selbst, ob was ich besser finde, ob es vielleicht auch, es ist auch oftmals so, dass bei Hauke auch zum Beispiel in gewissen Situationen ist er sehr konsequent und sagt dann, nö, das zack. Und in anderen Situationen lässt er 5 Grade sein und lässt das so durchgehen. Und das ist für ihn natürlich auch schwierig, weil er natürlich gucken muss, wie, dass das Abenteuer sich entwickelt in eine Richtung, dass er uns Freiheiten lässt, das mit Leben zu füllen, aber gleichzeitig auch eine gewisse rollenspielerische Konsequenz und so. Das ist super schwierig für Hauke, glaube ich, weil ich es ja selber nie gemacht habe. Aber natürlich gibt es manchmal Situationen, die vielleicht an einem anderen Tag, in einem anderen Abenteuer, wären die anders gehandelt worden, gehandhabt worden. Aber ja, das ist einfach so, das gehört ein Stück weit einfach dazu, finde ich, bei Morton Manor sowieso. Ich weiß nicht genau, ob ihr das bereits macht, aber diese Besprechung und Reflexion, die du hier machst, kann man auch mit der Gruppe machen, um eben genau solche Dinge auszuloten, machen wir auch in der GRP. Group Roleplay, oder was heißt das? Ja, klar, da hast du natürlich recht. So, das ist die Hauptsache, ich habe mich bestens unterhalten gefühlt, egal ob es nur übertrieben, albern oder ernst war. Wisst ihr was? Diese Talk, also es macht jetzt Spaß, darüber zu sprechen mit euch natürlich. Aber es gibt, finde ich, so einen Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt. Ich kenne den aber von mir. Und vielleicht gibt es Leute, die den auch haben. Wenn ich einen Film gucke zum Beispiel, und ich gucke den Film und er hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und dann gehe ich auf IMDb, weil, also diese Internet Movie Database, sowas wie Rotten Tomatoes oder so, ne, wo halt Filme, erstmal eine Datenbank mit allen Informationen zum Film, aber auch ein Bewertungssystem und eine Plattform für Reviews, die da geschrieben werden. Und dann gucke ich an, was hat der für eine Durchschnittswertung? Und ist immer von 1 bis 10. Und dann gucke ich manchmal und denke mir so, okay, ist doch nicht so gut bewertet. Und dann lese ich mir manchmal Kommentare durch oder Reviews zu dem Film. Und während ich so die Meinung anderer Leute konsumiere, merke ich, wie so ein bisschen so Zweifel durchsickern, nachgucken des Films, ob ich den wirklich gut fand. Ah ja, stimmt, da hat er ja einen Punkt. Ah ja, stimmt. Ja, die Situation, ja, dies jetzt, wo er es sagt, finde ich das eigentlich auch. Und dann wiederum, und das ist dann der nächste Schritt, denke ich mir so, ey, bist du eigentlich bescheuert? Du hast gerade einen Film geguckt und während des Guckens fandst du den gut. Und jetzt liest du im Nachhinein die Meinung anderer Leute und lässt dein Filmerlebnis posthum beeinflussen von der negativen Meinung anderer Leute. Ist das nicht einfach komplett bescheuert? Und das passiert, wenn man sich zu sehr ins Detail wühlt und Sachen bespricht und ja, stimmt, das war doch eigentlich nicht so geil. Das ist total unnötig, weil es ist ein Entertainment-Produkt und es zählt nur, wie viel Spaß man hat in dem Moment, wo man dieses Entertainment-Produkt genießt. Das ist ja wie einem Essen, wenn du denkst, oh, du hast super lecker gegessen und dann sagt dein Gegenüber, ja, ich fand es eigentlich nicht so geil. Und dann denkt man, echt, okay, ich fand es auch nicht mehr so geil. Das ist doch absurd. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Effekt kennt. Und so, das will ich jetzt natürlich vermeiden. Ich will jetzt auch nicht jede Szene so mit euch breittreten und eventuell durch das Quatschen darüber so ein bisschen posthum das Erlebnis schmälern. Weil unterm Strich, ich fand es auch einfach mega. Mir hat es mega Spaß gemacht. So, ich muss mal hier weiter runter scrollen. Mm-mm.
Ja, ihr wart in einem Rausch. Aber ihr habt 3 Tage lang gnadenlos durchgezogen. Ich fand es wirklich schön. Ja, wir waren wirklich ein bisschen rauschhaft. Habt ihr damit gerechnet, auf Herrn Strauß zu treffen? Ja, ich habe gedacht, wir treffen ihn in diesem Abenteuer. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns wieder entschlüpft. Kann mir gut vorstellen, dass man sich da hochschaukelt. Ihr seid ja auch selbst gehypt in dem Moment. Plus, auf euch lastet auch der Druck der Erwartung von tausenden Fans, die ewig gewartet haben. Und ein fantastisches Abenteuer und super Leistung von euch erwarten. Da kann ich mir vorstellen, dass man dann eher etwas drüber ist. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, wir wissen ja auch, also so, wir lieben alle Morton Manor. Aber wir wissen natürlich auch, dass das für viele, viele von euch auch das liebste Pen & Paper Abenteuer und darüber hinaus vielleicht noch viel mehr ist, nämlich nach all den Jahren auch ein Stück Nostalgie, ein Stück Komfortzone. Und ich habe ja auch so Serien, was ich, The Office oder Star Trek oder solche Sachen, die ich auch einfach gucke, weil es so ein Nachhausekommen ist oder weil das eine Komfortzone ist, die ich mir dann dadurch eröffne. Und ich glaube, dass es viele Leute von euch gibt, für die das bei Morton Manor auch so ist. Und das ist natürlich gleichzeitig auch mit einem Druck verbunden, diesem Franchise, diesem Abenteuer, dieser Welt gerecht zu werden und es nicht zu verkacken. Das ist eine Welt mit Dämonen etc. Da habe ich keine Ansprüche an Realität und zum Charakter von Eddie passt es perfekt. Siehste, Shouting Penguins ist es doch. Bop, 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 bop. Ich lese mal ein bisschen. Kam das falsch rüber? Da war 3 Abende hintereinander. Beim dritten wirkt ihr alle etwas genervt. Nee, wir waren null genervt. Wir waren überhaupt nicht genervt. Das war, wie gesagt, wir waren eher so ein bisschen erschöpft, glaube ich, so vom Kopf her einfach. Aber niemand, also ganz null. Also wir, ich weiß, dass ich da auch für die anderen spreche, für uns Smart Männer heilig. Also das ist ein absolutes Highlight, jedes Abenteuer in der Morton Manor Welt. So, okay, jetzt sind wir bei dem Punkt, was ich gerade erzählt habe mit IMDb und dem sich posthum ein Entertainment-Erlebnis ruinieren, indem man die Wertung anderer Leute liest. Ja, gut zu wissen, dass es bei euch auch so ist. Aber sagen nicht alle. Naja, so funktioniert Meinungsbildung, sagt Otto Normalverbraucher. Und Recruiter sagt, ist doch vollkommen okay, wenn dich Meinungen anderer überzeugen können, wenn man dem zustimmt. Was soll daran bescheuert sein? Okay, ich versuche es nochmal zu erklären. Das Bescheuerte daran ist, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel mit dem Essen. Okay? Weil das, egal, Entertainment, Essen, alles ist für die Sinne. Du bist in einem Restaurant und du isst dein Essen. Und du, während du das isst, findest du das richtig, richtig lecker. Und du denkst, oh, das ist ja richtig gutes Essen. Richtig lecker. Dann bist du fertig
und sprichst mit deinem Gegenüber so, oh, ich fand's richtig gut, wie fandst du's? Und dein Gegenüber sagt so, ja, ich muss sagen, ich fand das Fleisch ein bisschen zäh und ich fand die Nudeln zu al dente und die Soße waren nicht scharf genug. Und dann fängst du an, drüber nachzudenken und denkst, oh, jetzt, wo du sagst, stimmt eigentlich. Und dann gehst du raus und dann fragt dich deine Mutter oder wer auch immer, hey, wie war's beim Essen? Und sagst du, ja, eigentlich nicht so gut. Obwohl du in dem Moment, wo du es gegessen hast, fandest du es ja gut. Das heißt, es ist ja eigentlich völlig unnötig, sich das posthum zu ruinieren, wenn du es in dem Moment geil fandst. Wenn du jetzt Journalist bist und bist auf der Suche nach einer objektiven Meinung, die vielleicht ein bisschen strukturierter oder ein bisschen tiefergehend ist, und du denkst nochmal drüber nach und versuchst dann eine Empfehlung auszusprechen für andere Leute, wenn du halt Daniel Schröckert bist oder so, dann ist das, glaube ich, okay, wenn man sich mehr Zeit lässt mit der Meinungsbildung. Aber wenn du einfach Konsument bist und in dem man einfach nichts anderes will, ein Film oder ein Essen im Restaurant oder ein Molten Manor, nichts anderes als dich in dem Moment gut zu unterhalten, dass du in dem Moment, wo du das guckst, denkst, wow, ich habe jetzt echt eine gute Zeit. Das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht, eine gute Wertung einzuheimsen und zu sagen, hey, ich habe auf IMDb eine 9,2. Wie so eine Zeugnisnote für die Ewigkeit. Sondern das ist ja nicht das Ziel. Das ist ja von den Konsumenten kreiert. Das ist ja keine rationale Zahl. Das ist ja nicht wie beim Weitsprung, wo du sagst, okay, der ist 9 Meter gesprungen, Respekt. Da ist ja keine Objektivität hinter so einer. Das ist ja eine Ansammlung von Subjektivitäten, die zu einer scheinbar objektiven Endnote führt. So, und das finde ich, ist das Quatschige daran, sich das Erlebnis, was in dem Moment zu sehr zu ruinieren oder beeinflussen zu lassen durch das, was andere Leute sagen. Das war egal. Ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Jetzt habe ich es eigentlich nur noch mal wiederholt. Aber weil du gefragt hast. Ich verstehe die Diskussion halt auch nicht. Man kann drüber reden, warum man was gemacht hat, aber war doch der geilste Molten Manor Marathon, den ich je gemacht habe. 3 Tage, ja, geil. So sehe ich es nämlich auch. Das war mir einfach nur wichtig, nochmal, also wenn wir über einzelne Szenen reden und dann auch diskutieren, war das cool oder nicht. Über allem steht für mich, dass das drei fantastische Abende waren. Und da bleibt von meiner Seite auch überhaupt nichts Negatives hängen. Das war großartig. Für mich war es großartig. Und ich glaube, dass es für viele von euch auch großartig war. Und ich will auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass hier irgendwas Negatives hängen geblieben ist oder irgendwas überschattet oder so. Ich fand es einfach richtig großartig. Mir hilft es, darüber reden und lesen, aber auch in die andere Richtung. Der Talk jetzt hilft mir zum Beispiel auch, das mit der Hand ein bisschen lockerer zu sehen, ja. Hallo Gaius. Großes Shoutout, danke. Mir ist schon beim Zusehen die Konstellation leer gegangen, aber ihr habt das 3 Tage hintereinander jeweils so um die 5 Stunden Streams gespielt und produziert. Das war eine tolle Leistung. Vielen Dank. Das ist nett. Wie fandest du es, dass Graf Mon sein Monokel wegen des Gags weggeworfen hat? Es war bisher ein wichtiger Bestandteil des Abenteuers. Ja, das hat mir schon wehgetan, tatsächlich. In dem Moment dachte ich so, och, warum? Habe ich gedacht, warum? Aber am Ende des Tages ist das sein Monokel und sein Charakter. Und wir sind bei 150 km/h. Fahrtwind da oben auf dem Zug und er ist ein alter Tatterkreis und wenn er das in dem Moment so gefühlt hat, dass seinem Charakter bei dem Fahrtwind das aus der Hand fliegt, er ist ja auch tollpatschig,
Also nicht Simon als Charakter, also als Mensch, sondern sein Charakter. Dann ist das sein gutes Recht, das so auszuspielen. Dann müssen wir in Zukunft halt ohne das Ding auskommen. Aber in dem Moment habe ich auch gedacht, warum? Aber es ist ja nicht so, dass das Ding jetzt, vielleicht ist es auch ganz gut, weil dann kommt, das ist ja auch ein Stück weit, es ist ja ein sehr mächtiges Item und man ist dann immer auch so, ja, nimm mal, benutzt das jetzt mal hier und benutzt das mal da und vielleicht ist das auch okay, dass es jetzt nicht mehr die Option dazu gibt. Oh, guck mal hier, Gaius. Sie würde tatsächlich einige RBTV Pen and Paper mittlerweile neben meinen Lieblingsserien wie Game of Thrones und Stargate ranken. Siehst du, das ist aber ein Ritterschlag. Hoffentlich haben wir ein besseres Ende als Game of Thrones. Boah, ich bin noch sehr weit oben im Chat. Ah, warte mal, hier, Spike, hast du den, also mal seht ihr die Kommentare überhaupt, die ich hier anpinne? Oder wieso geht das jetzt nicht mehr? Ah, das geht. Den kann ich nicht anpinnen. Spikes Kommentar, hast du den Song gemacht, diesen Rap-Song, der vor dem Abenteuer lief? Falls ja, vielen lieben Dank, fand ich mega cool. Ich scrolle, ich lese. Gib mir ein bisschen Mühe, schnell zu sein. Wie habt ihr euch nach dem dritten Abend gefühlt? Ja, habe ich ja schon viel zu gesagt. Auch zum einen natürlich so ein bisschen Wehmut, weil jetzt wieder vorbei ist und Hauke jetzt wieder nach Japan geht. Aber auch einfach ein Stück weit erschöpft einfach auch. So, das war halt einfach viel. So. Wäre es möglich, euch ein Exemplar des Morton Manor Spiels zuzusenden und um eine Signatur zu bitten? Das ist auf jeden Fall möglich. Zu Rocket Beans gerne schicken. Im Idealfall mal im Forum nachfragen, weil wir da so Abläufe haben, wie das läuft. Aber das geht auf jeden Fall. YouTube-Chat liest er nicht, oder? Doch, lese ich. Micha, ich lese auch den YouTube-Chat. Ich lese hier alle Chats. Das Monokel hat Simon nicht wiederbekommen. Das war am Freitag hat das verloren und am Samstag war das Live-Abenteuer sozusagen ein Traum. Deswegen hatte er das da wieder. Die Idee des Butlers in einer Gruppe der gehobenen Gesellschaft ist ein 200 IQ-Move. Buddys Charakter hat Türen geöffnet, die der Gruppe einfach verschlossen gewesen wären. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie er das geplant hat, aber damals schon so weit gedacht hat. Das sollte ja eigentlich ein One-Shot-Abenteuer sein. Ich weiß nicht genau,
Aber die, also jetzt macht sich das richtig bezahlt. Das ist Budis Charakter ist deswegen auch so wichtig, eben genau deshalb, weil da sind drei mehr oder weniger gehobene Persönlichkeiten, die alle sozusagen denselben Schlüssel in der Tasche haben. Und Budi kann halt noch mal ganz andere Facetten mit seinem Charakter auch ins Spiel bringen. Deswegen ist er auch so wichtig. Könntest du dir eine Fortsetzung von Tears oder Beards vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Klar, haben wir. Also Tears haben wir auch schon mal dann eine Fortsetzung zu. Oder die hängen ja sogar zusammen. Ich weiß gar nicht, war das eine Tears oder eine Beards-Fortsetzung? Die sind ja dann doch miteinander verwoben. Ah ja, guck mal hier. Der Song war von dir. Ja, Hammer, danke. War es nicht erwartbar, dass die 1000 Kisten sehr schnell ausverkauft sind? Fragt Producers Club, Producer Club. Ja, damit meinst du die 1000 Molten Manor Boxen, die wir produziert hatten, um sie dann euch zum Verkauf anzubieten? Ja, ganz ehrlich, das ist super schwierig, weil da ist halt, dann sind halt so ein paar Leute, die dafür zuständig sind und die überlegen dann, okay, wie viele von denen produzieren wir? Und dann musst du es halt auch ein bisschen so wirtschaftlich betrachten, weil die Dinger werden ja erstmal auf eigene Kosten vorproduziert. Das heißt, du gehst ins Investment und musst dann überlegen, ja, wie hoch skaliere ich das Risiko? Weil wenn dann die Hälfte der Boxen liegen bleiben, dann machst du dir super viel Arbeit und hast am Ende eventuell sogar noch Verlust. Und dann ist es halt, das, sowas kannst du halt nicht oft machen. Solche schlechten Kalkulationen. Und deswegen ist natürlich so eine gewisse Vorsicht da auch immer völlig verständlich, weil wenn du sagst, okay, Anzahl X Boxen, da bin ich zuversichtlich, die können wir verkaufen und dann gehst du da am Ende mit einem kalkulierbaren Gewinn raus und dann refinanziert das das Abenteuer und all die Posten, die man, die Kostenstellen, die man da hat, die werden dann damit refinanziert. So, und wenn du, da kannst du eigentlich nicht mal sagen, ja, 10.000 Boxen und wenn da die Hälfte nicht verkauft wird, ja mein Gott, dann hat man halt so und so viel 10.000 Euro Schaden dadurch. So geht's halt nicht. Man muss halt ein bisschen vorsichtig kalkulieren. Man versucht natürlich immer den Sweet Spot zu treffen, dass man die Nachfrage genau auch stillt nach solchen Items. Aber in dem Fall waren wir natürlich auch ein bisschen überrascht. Ich stecke da eh nicht mehr drin, muss ich sagen. Also ich bin in den Kalkulationsprozessen nicht dabei. Ich habe zu viele andere Aufgaben. Ich bin da nicht dabei, festzulegen, wie viele Boxen produziert werden. Da stecke ich einfach null mit drin. Und es stellte sich zum Glück raus, dass die Nachfrage deutlich höher war als die Anzahl der Boxen. Das ist ja erstmal was Positives für uns. Und klar denken wir dann auch, ja Mist, wir hätten ja auch 2000 oder mehr verkaufen können. Und dann hätten wir mehr Gewinn gemacht. Das hätte natürlich, macht für alle mehr Spaß, aber es ist halt einfach eine Risikoabwägung und in dem Fall, ja, wir hätten auch mehr Boxen verkauft werden können. Was ja eigentlich was Gutes ist. Und es werden ja auch welche nachproduziert, ne? Also jeder, der sich wirklich bemüht, kann auch eine bekommen. Apropos bemühen, Naschi, vielen lieben Dank für den Support. Wäre es mit den Boxen nicht möglich, es wie mit den RKDBNS Special Drops zu machen, dass man nur das produziert, was bestellt wird? Ja, ich glaube, das passiert jetzt aber auch tatsächlich. Ich glaube, genau das ist das, was jetzt gemacht wird. Aber innerhalb von 24 Stunden hatte RBTV eine Lösung für die Boxen. Was will man mehr? Siehste? Finde ich nämlich auch. Verratet ihr, wie viele Vorbestellungen es derzeit gibt? Nils, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein Geheimnis ist. Aber ich weiß, ich kenne es halt einfach nicht. So, ey, ich bin am Ende des Chats. Guck mal. Leute, ich bin am Ende des Chats angekommen. Das heißt, wir sind jetzt, wir existieren auf derselben Zeitebene.
Ist das nicht Hammer? So, was haben wir noch zum Thema Morden Männer? Habt ihr noch jetzt können wir auch thematisch ein bisschen springen, wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, könnt ihr die gerne noch jetzt in Chat hauen, sonst würde ich gleich mal dazu übergehen, dass wir was zocken. Was glaubst du, ist hinter dem S-Tor? Also du meinst jetzt hinter dem das Finale, ne? Als die Tür aufging, hinter dem, ich erwarte mir schon vielleicht was Straußiges. Ich hätte gedacht, da ist Strauß oder irgendwas Krasses muss da sein. Da muss wirklich was Krasses sein. Entweder Strauß als Person oder irgendein Artefakt oder also irgendwas muss da sein, was Krasses. Das kann jetzt nicht sein, da ist eine kleine Schatulle und da steht drauf eine Adresse in Paris oder in irgendeiner anderen Metropole, in Prag. So, ich glaube nicht, dass es so was Kleines ist. Das muss schon was Krasses sein. Kannst du dir mal vorstellen, Spielleiter zu machen? Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin natürlich in Respekt und Ehrfurcht erstarrt und weiß, dass ich nicht an das Niveau eines Haukes oder Florentins oder Steffens rankomme. Vielleicht irgendwann mal. Nach 1000 Abenteuern, dass ich mich dieser Qualität annähere. Aber es ist natürlich völlig utopisch zu glauben, dass ich das in der Qualität so ad hoc machen könnte mit meinem ersten Abenteuer. Das heißt, da steht immer ein Disclaimer drauf: Ey Leute, erwartet bitte nicht das, was ihr gewohnt seid von den Meistern. So. Und unter diesem Disclaimer, unter diesem fetten Disclaimer, würde ich sagen, auf jeden Fall. Tatsächlich habe ich ja auch Buddy, Simon und Eddie bei Almost Daily schon verhaftet und gesagt, Leute, wir machen das. Jeder kreiert eine eigene Welt, wir machen One-Shot-Abenteuer, jeder macht einmal Spielleiter, aber unter dem fetten Disclaimer, Leute, das ist Noob-Action, erwartet bitte nichts von der Qualität, die ihr gewohnt seid, sondern es ist wirklich einfach mal so, um es auszuprobieren, weil es Spaß macht und bitte seid nicht zu streng in der Bewertung, dann auf jeden Fall. Coppelius, schön, dass du da bist. Vielen Dank für den Raid. Wir quatschen gerade über unsere Pen und Paper Abenteuer. Wir haben am Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag, 3 Abende Pen und Paper gespielt aus dem Morton Manor Universum und da haben wir gerade die letzten 1,5 Stunden drüber gesprochen, Revue passiert und jetzt können wir noch so ein paar Fragen zu Pen und Paper machen und dann zocken wir auch gleich was. Habt ihr mal an Kostümen beim Spielen gedacht? Jein. Also es macht es auch ein bisschen, Kostüme anzuhaben. Macht das Spielen, also wenn man da 5 Stunden sitzt, kann das auch schon nerven. Gerade wenn das so schweineheiß ist und die Luft so schlecht ist und dann hast du noch ein Kostüm an, das kann dann richtig kontraproduktiv sein. Würde ich eher darauf verzichten. Aber grundsätzlich ist es natürlich was, was man machen kann, um die Immersion ein bisschen zu erhöhen. Hast du dir das Was wäre wenn angeschaut? Nö. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Ich glaube nie. Ich glaube, ich habe noch nicht einmal ein Was wäre wenn gesehen, weil ich gar nicht will. Weil es gibt halt eine Geschichte, die wir erleben, ne? Und das ist ja die Geschichte, die mein Charakter kennt. So. Und wenn ich in dem Moment diese Spielspiele und alle Alternativstränge und so für mich konsumiere, dann ist das nicht mehr mein stringentes Abenteuer. Und es kann auch dazu führen, dass ich eventuell Informationsschnipsel aus einem Was-wäre-wenn verbaue in meine erlebte Erinnerung und dann glaube ich, irgendwas ist passiert, was mein Charakter aber gar nicht weiß, weil ich das in irgendeinem Video aufgeschnappt habe. So, das ist ja auch nochmal eine Gefahr. Deswegen, nö, da verzichte ich eigentlich drauf. Bist du traurig, wenn diese Welt enden würde? Und würdest du am liebsten noch einen vierten Abend gemacht haben? Also der vierte Abend, den hätte ich, darauf konnte ich aus Erschöpfungsgründen verzichten, weil es dann wirklich einfach viel war. Aber wenn die Welt mal enden sollte, das würde mich schon sehr traurig machen, ja.
Pop, pop, pop. So, jetzt habe ich wieder mich ein bisschen verlesen hier. Wäre dir das nicht zu viel Arbeit als Spielleiter? Naja, jetzt wird mir wieder mein Klischee als Faulpelz zum Verhängnis. Ich habe ja schon auch, wenn es mal so drauf ankam, auch mal Arbeit investiert. Also zum Beispiel die Referateshows, ne? Ich bin ja schon zweimal bei einer Referateshow dabei gewesen und habe schon zweimal ein ausgearbeitetes Referat präsentiert, was auch schon eine ziemliche Arbeit im Vorfeld war. Also es ist nicht so, dass ich jetzt mich hier vor sowas fürchte oder grundsätzlich es ablehne, mich vorzubereiten. Also da hätte ich auch Spaß dran. Das hilft natürlich auch immer, wenn man Spaß hat. Was wäre das Theme, was du gerne DMen würdest? Also ich habe mir da schon ein bisschen Gedanken gemacht, aber die Kacke ist, eigentlich ist es so vorgesehen, dass wir das, dass die anderen nicht wissen, was wir machen. Ne? Dass jeder sozusagen für sich im geheimen Kämmerlein irgendwas ausarbeitet und dann wird das an dem Abend, geht der Vorhang auf. Hier Leute, übrigens, das ist das Setting, das ist die Welt. Und die Spielenden kriegen natürlich dann die Möglichkeit, sich einen Charakter vorab zu bauen, aber so die Zuschauer wissen es nicht und die Spieler wissen auch selber nicht so genau. So, das fände ich eigentlich besser, wenn das so ist. Ich könnte jetzt natürlich meine Ideen mit euch teilen und ich glaube, ihr würdet super viele gute Impulse liefern können, aber dann hätte ich mir gleichzeitig die Möglichkeit genommen, dass wirklich der Vorhang aufgeht und niemand weiß, was, wo er sich jetzt befindet, ne? Aber ich habe schon so Ideen. Den Talk habe ich mir nicht angeguckt. Steffen, Florentin und Hauke zum Spielleiter-Talk. Nee, das muss ich nochmal nachholen. Das ist eine gute Idee. Auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt schon Bock habe, mit euch darüber zu sprechen. In Vorbereitung auf Sorry Bizarre hattest du die alten Was wäre wenn gesehen. Echt? Habe ich das gemacht? Ja, die Was wäre wenn, habe ich sicher? Ich habe mir die alten Abenteuer angeguckt. Ich glaube, die Was wäre wenns haben wir nicht gesehen. Nee. Oder? Nee. Ich meine, ganz ehrlich, im Zweifel wisst ihr das besser als ich, aber. Könntest du dir vorstellen, auf ein Pen & Paper zu reagieren, wo du gar nicht dabei bist? Zum Beispiel Thorn auf Karkose? Auf jeden Fall. Das habe ich ja auch schon gemacht mit Good Time Island. Das haben wir auch schon zusammen geschaut. Also. Klar. Oh, ehrlich gesagt, würde ich jetzt gerne mit euch über meine Ideen reden zum Pen & Paper. Wollt ihr das? Oder wollt ihr lieber, dass es geheim ist? Fuck, ich habe schon Bock mit euch, aber ihr dürft, also es gäbe ein Disclaimer. Der Disclaimer wäre, ihr dürft auf keinen Fall mit Eddie oder Simon oder Buddy darüber sprechen. Über Pen and Paper Spielleiter Ideen reden. Ja. Nein. Also bedenkt, dass ihr, wenn ihr jetzt, ihr wollt vielleicht die schnelle Süßspeise, ihr seid jetzt vielleicht wie ein kleines unbedarftes Kind, was die schnelle Süßspeise genießen möchte, aber seid euch darüber im Klaren, dass dadurch die Option,
dass ihr überrascht werdet, würdet euch genommen werden. Also stimmt weise ab. Stimmt weise ab. Ist da schon was in Planung oder erstmal nur Brainstorming? Na, also ich habe für mich selber gebrainstormt und ich habe schon so ein Gefühl für Sachen und habe so ein, zwei relativ konkrete Ideen. Also ein Setting, da gehe ich schon so ein bisschen gedanklich schwanger mit und denke mir, okay, das ist nicht ohne Anspruch, aber guck mal, es ist lustig, 58% von euch sagen, ihr wollt es gar nicht. Siehste, das, ihr seid nämlich gar nicht so impulsgetrieben. Das, das respektieren wir dann. Auch wenn es mir, ehrlich gesagt, ich hätte jetzt gerade richtig Bock, mit euch darüber zu sprechen, aber wir, das ist schon sinnvoll, das nicht zu machen. Es ist, glaube ich, schon wirklich sinnvoll, es nicht zu machen. Ich habe jetzt leider nur auf Twitch abstimmen lassen können, weil ich jetzt gerade, jetzt beides überfordert mich. Auf beiden Plattformen. Tja. Dann behalte ich das für den Moment nochmal für mich. Es ist auch, glaube ich, viel geiler. Es ist wirklich so, es ist wie Weihnachten so. Wenn man, wisst ihr noch früher, wenn man dann auf die Suche nach Geschenken gegangen, also ich will jetzt auch nicht das mit Weihnachtsgeschenk vergleichen, aber es ist vielleicht insofern ähnlich so, die spontane Neugier und dann sucht man in den Schränken und unterm Bett und dann findet man seine Weihnachtsgeschenke und dann weiß man, was man kriegt und so. Und das, für den Moment ist es vielleicht, ist die Neugierde gestillt, aber wenn dann das Weihnachtsfest kommt und man weiß genau, was in den Paketen ist, dann hat man sich ein Stück weit die Bescherung ruiniert und die Bescherung ist ja eigentlich das Geile. So. Hast du schon einmal das Pen & Paper Animal Squad gesehen? Ja. Das war doch das erste von Florentin, oder? Glaube ich. Hast du das Buch gefunden? Nee, ich habe tatsächlich jetzt, weil so viel zu tun war, auch nicht mehr danach gesucht. Aber gut, dass du mich nochmal dran erinnerst. Ich werde nochmal gucken. Weil ich weiß gar nicht, ob ich das Buch überhaupt hier habe oder ob das im Büro ist. Eine gefährliche Wahrheit, genau. So, okay, also mit dieser leicht unbefriedigenden Abstimmungssituation, dass ich da jetzt nicht drüber spreche, nähern wir uns vielleicht, glaube ich, dem Ende unseres Pen & Paper Talks. Es sei denn, ihr habt noch Wünsche. Irgendwas, was euch auf der Seele brennt. Gib dir mal Tabor, da kannst du sehen, wie Hauke meisterlich seinen Charakter spielt. Ja, das gucke ich mir an. Ich mache mal ein Vote, dann, was wir als nächstes reacten und dann werde ich mir eins raussuchen. Pangasius, Tabor, irgendwas. Gucken wir uns dann mal an. Nee, ich habe mich jetzt entschlossen, ich tease jetzt nicht mehr. Ich werde mich meine Neugier jetzt auch. Ich hätte Bock drauf, mit euch jetzt drüber zu schnacken. Aber Freitag Almost Daily Live, das ist richtig. Freitag gibt es ein Live Almost Daily, das ist quasi der Staffelbeginn. Neue Staffel. Genau. Und danach gibt es noch Jugendzimmer, ne? Aber Freitagabend ist proppevoll.
Man spielt HSV. Hoffentlich nicht Freitag. Muss ich nochmal checken. Genau. Okay. Dann beenden wir mal jetzt das Pen & Paper Segment und werden was zocken. Aber wenn ihr noch was wissen wollt, wir werden das auf YouTube packen. Dann könnt ihr es auch in YouTube-Comments schreiben. Und vielleicht finde ich Muße, wenn da irgendwas dabei ist, was im Video nicht beantwortet wurde. Und sag nochmal was dazu. Genau. Und, wenn wir gerade alle hier sind, vergesst den Zweitkanal nicht. Denn wir sind jetzt in einer Phase, in der sehr viele Videos auch auf dem Zweitkanal kommen. Der wird regelmäßig mit Videos bestückt. Unter anderem unser Unterwasserabenteuer Thalassa gibt es auf dem Zweitkanal Nils Extended, den ihr auch hier verlinkt seht. Könnt ihr gerne mal, ob ihr es Nils Extended oder Nils Uncut oder Only Nils oder whatever, wie dieser Kanal, wie ihr ihn am liebsten benennen wollt. Jedenfalls gibt es auf diesem Zweitkanal viel Content und unter anderem eben auch Thalassa wird dort zu Ende gespielt. Und lasst gerne mal ein Abo da, würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Aufmerksamkeit mal kurz auf diesen Kanal lenken könntet. Und damit beende ich mal jetzt hier mein Talk-Segment und dann zocken wir jetzt was.